Am Rande von Berlin liegt Steinstücke. Auf den ersten Blick eine ganz normale Wohnsiedlung mit allem, was zu einer ganz normalen Wohnsiedlung so dazugehört. Schicke Einfamilienhäuser, ein Spielplatz, viel Natur drumherum. Auf den zweiten Blick allerdings ist Steinstücken etwas ziemlich Besonderes. Denn genau hier verläuft eine der wohl verwirrendsten Grenzen zwischen Berlin und Brandenburg. Ich stehe hier gerade auf der Bernhard-Bayer-Straße. Ist nicht so spektakulär, ist halt eine ganz normale Straße. Das Kuriose ist allerdings, während ich hier mitten auf der Straße stehe, befinde ich mich in Berlin. Würde ich allerdings ein paar Meter dort über die Bahngleise gehen oder aber auch hier ins Gebüsch gehen, das machen wir einfach mal, kommt mit. Wait for it. 3, 2, 1. So, befinde ich mich nicht mehr in Berlin. Ich befinde mich plötzlich in Brandenburg und das gilt für beide Seiten dieser Straße. Diese Straße, die Bernhard-Bayer-Straße, ist quasi eine Berliner Schneise durch Brandenburg und das gilt nicht nur für die Straße, sondern auch für die Siedlung Steinstücken, die dort hinten liegt. Schauen wir uns das Ganze mal auf der Karte an. Diese Siedlung ist so etwas wie eine kleine Berliner Insel mitten im Bundesland Brandenburg. Alles hier in dieser Markierung ist Berlin. Alles drumherum ist Potsdam. Mit einer kleinen Ausnahme, diese Bernhard-Bayer-Straße eben, eine Art ganz schmaler Korridor, der einzige Korridor, der von Steinstücken wieder nach Berlin reinführt. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, wen juckt das denn? Ob das jetzt hier Berlin ist und da Brandenburg und da auch, ist doch ganz egal, sieht doch eh alles gleich aus. Ja, das ist auch so, zumindest heute im Jahr 2022. Vor ein paar Jahrzehnten allerdings, da sah die Sache noch ganz anders aus. Da war Steinstücken nämlich eine winzig kleine Westberliner Insel, komplett umzingelt von DDR-Gebiet. Und das brachte durchaus das ein oder andere Problem mit sich. Dies ist die bewegende Geschichte von Steinstücken. Hi, ich bin Matthias und auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch regelmäßig ungewöhnliche Orte mit einer ungewöhnlichen Geschichte. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert gerne meinen Kanal und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert mich bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann bekommt ihr exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem neuen Video. So, ich befinde mich jetzt hier komplett im Niemandsland. Also dieser Ort, an dem ich mich hier gerade befinde, das war damals Grenzgebiet. Da konnte man nicht einfach so hin. Das hier war quasi ja, die Stadtgrenze von Berlin in Steinstücken. Heute kann hier jeder entlang spazieren, wie er will, so wie ich zum Beispiel. Ja, bevor wir uns allerdings die DDR-Geschichte dieses kleinen Örtchens, dieser kleinen Siedlung Steinstücken genauer angucken, gehen wir zunächst einmal ein bisschen weiter zurück in die Geschichte und klären erstmal die Frage, wie konnte diese merkwürdige Siedlung, diese merkwürdige Grenze hier überhaupt entstehen? Dafür müssen wir viele hundert Jahre zurückgehen, genauer gesagt ins Jahr 1787. Damals wohnt in Steinstücken praktisch noch niemand. Die Fläche, auf der der Ort heute steht, gehört zu Wendisch-Stahnsdorf und wird vom Amt Potsdam verwaltet. Also wenn man das vereinfacht ausdrücken will, historisch gesehen war Steinstücken eigentlich früher mal Brandenburg. Das ändert sich allerdings in dem besagten Jahr 1787. Da kaufen nämlich Bauern des Dorfes Stolpe genau das Land, auf dem das spätere Steinstücken steht. Auf diesem Land bildet sich im 19. Jahrhundert schließlich eine Kolonie. 1801 entsteht dort ein Jägerhaus und weitere Jahre später mehrere Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit etwa 34 Personen. Kompliziert wird dann alles ab dem Jahr 1865. Da ordnet nämlich die preußische Landvermessung die Besitztümer in der Region neu. Künftig gilt folgende komplizierte Regel. Wenn jemand ein Grundstück besitzt, das außerhalb des eigenen Wohnsitzes liegt, dann gehört dieses künftig steuerlich und rechtlich zu der Gemeinde, in der der Besitzer wohnt. Ich drücke es mal einfach aus. Steinstücken gehörte fortan eben zum Dorf Stolpe, in dem die Bauern wohnten, denen es gehörte. Und aus Stolpe ging dann später die Gemeinde Wannsee hervor, die wiederum ab 1920 nach Groß-Berlin eingegliedert wurde. Somit gehörte dann eben Steinstücken fortan zu
Berlin. Das einzige Problem, alles um Steinstücken herum gehörte eben nicht zu Berlin. Und so wurde Steinstücken schließlich zur Exklave. Tja, und dann folgte der Zweite Weltkrieg und bekanntermaßen die deutsche Teilung. Steinstücken gehörte fortan zum amerikanischen Sektor Westberlins, alles drumherum, nämlich Babelsberg, zur sowjetischen Besatzungszone. Und plötzlich war Steinstücken nicht mehr nur irgendeine kleine Siedlung, sondern Zonengrenze. Diese Bernhard-Bayer-Straße, die ich euch eben gezeigt habe, die existierte damals in dieser Form noch nicht einmal. Steinstücken war wirklich über viele Jahre komplett vom Rest Westberlins abgeschnitten. Die Anwohnerinnen und Anwohner kamen nur im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs über einen 1 Kilometer langen Waldweg von Berlin in ihre Siedlung und mussten tagtäglich Kontrollen über sich ergehen lassen. Erst im Jahre 1972, also vor ziemlich genau 50 Jahren, wurde dann diese Bernhard-Bayer-Straße verlängert und für die Steinstückener ein schmaler Korridor nach Berlin eingerichtet. Möglich machte das ein Gebietsaustausch mit der DDR. Darum sieht die Straße heute noch so aus, wie sie aussieht, und darum verläuft auch heute noch hier diese merkwürdige Grenze um die Straße herum. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, was genau bedeutete denn eigentlich diese merkwürdige Situation damals für die Leute, die hier in Steinstücken gelebt haben? Wie lebt es sich auf einer kleinen Westberliner Insel, die komplett von DDR und auch komplett von Mauer umgeben war? Und wie hat das das alltägliche Leben beeinflusst? Das werde ich jetzt herausfinden, und zwar habe ich einen Termin gemacht beim Bürgerverein Steinstücken, und die können mir ganz bestimmt eine ganze Menge erzählen. Auf nach Steinstücken, da hinten um die Kurve, und schon sind wir da. Auf geht's. Der Bürgerverein befindet sich ganz idyllisch gelegen am Ende der Siedlung. Man trifft hier auf Vögel, auf Hühner und Hähne und auf Annemarie Knecht. Sie hat schon damals zu DDR-Zeiten hier in Steinstücken gewohnt. Anfang der 70er Jahre ist sie hier hingezogen und war dann erstmal völlig überrascht, dass sie hier vor einer Grenze stand. Denn von dieser merkwürdigen Exklave hatte auch sie vorher noch nie gehört. Naja, wir waren jung und haben auch keine vernünftige Wohnung bekommen. Also die Wohnungsnot war damals schon immer genauso, wie sie heute noch ist für die jungen Familien. Und wir hatten dann schon vorher Bausparvertrag gemacht, das war damals so aktuell. Und da haben wir am Sonntag eine Anzeige in der Zeitung gelesen, Steinstücken ist ein Grundstück zu verkaufen. Wir wussten das gar nicht, nein. Wir wussten erst gar nicht, wo Steinstücken liegt, obwohl wir an Schlachtensee wohnten. Und waren dann ganz überrascht. Waren sehr überrascht, wie schön und wie idyllisch das hier ist. An diese Zeit erinnert sich Annemarie Knecht gerne zurück, obwohl ihre Wohnsiedlung komplett von DDR umgeben und damit auch komplett eingemauert war. Schön ruhig sei es hier gewesen, sagt sie. Ein bisschen komplizierter wurde es dann allerdings, wenn man aus Steinstücken raus oder wieder rein wollte. Wenn wir in den Ort rein mussten, unten in Kohlhaasenbrück, dann musste man seinen Ausweis zeigen, Kofferraum aufmachen. Dann weiter wurde man nicht kontrolliert. Eben, die haben nur den Ausweis kontrolliert und in dem Kofferraum, ob man vielleicht irgendeinen Menschen da mitnehmen wollte. Und dann ist man 1 Kilometer durch den Wald gefahren, durch so einen Waldweg, der ein bisschen asphaltiert war. Und hier am Ortseingang von Steinstücken kam das Gleiche wieder. Also da musste man wieder Kofferraum aufmachen, Ausweis zeigen, Kofferraum wieder zu, aussteigen, und dann war man eben zu Hause. Kontrolliert allerdings wurden nur diejenigen, die auch tatsächlich in Steinstücken registriert waren und gewohnt haben. Alle anderen kamen erst gar nicht rein. Um Freunde zu empfangen oder Familienmitglieder zu empfangen, war das auch ziemlich schwierig. Also die konnte man dann bei der Polizei einen zweiten Wohnsitz für die beantragen. Und dann konnten die uns auch besuchen. Sonst kam kein Fremder rein. Ja, all das waren aber bei weitem nicht die einzigen Besonderheiten, die Steinstückener damals hier über sich ergehen lassen mussten. Neben der Mauer gab es hier natürlich in der Siedlung auch Grenztürme. Die Grenzbeamten hatten also immer einen perfekten Blick auf die Wohnsiedlung, und sie wussten auch ganz genau Bescheid über alles, was die Steinstückener so den ganzen Tag gemacht haben. Die wussten ja über uns besser Bescheid als wir selber, die DDR, ja. Das Telefon wurde abgehört. Die hatten Telefon noch mit Nachbarn zusammen.
Und wenn wir dann mal telefoniert haben, dann hat es geknackt, da haben sie genau gewusst, jetzt sind die und haben das mit aufgenommen. Ja. Das waren so die Erlebnisse, die wir mal so hatten mit der DDR. Ja, und in dem kleinen Supermarkt, in dem Annemarie Knecht damals gearbeitet hat, da gingen dann merkwürdige Gestalten ein und aus. Die hatten so lange grüne Ledermäntel an, so einen starren Blick und hatten einen 10-D-Mark-Schein in ihrem Portemonnaie. Und das waren auch welche von der Stasi. Die haben sich erstmal in den Laden umgeguckt und alles. Die wussten alles hier. Und war das irgendwie beängstigend oder sowas? Also wir hatten alle keine Angst. Das hat sie komplett kalt gelassen, dass sie ständig beobachtet. Ja, also, ja, das ist einfach so. Ich weiß auch nicht warum. Also Angst hatten wir nicht, nein. An eine aufregende Begebenheit erinnert sich Annemarie Knecht dann aber doch. Denn aufgrund seiner Lage wurde Steinstücken damals nicht nur rund um die Uhr beobachtet, es war auch das Ziel zahlreicher Flüchtlinge aus der DDR. Mit dem Mauerbau befanden sich um die Siedlung herum zunächst nur sogenannte spanische Reiter als Hindernis. Erst später wurde Steinstücken dann durch eine gesonderte Mauer abgeriegelt. Und eines Nachts, da klingelte es dann auch an der Tür von Annemarie Knecht, Sturm. Oh, denke ich, ich bin wach, was ist denn nun passiert? Und gehe an die Tür und frage, was ist los? Ich bin geflüchtet, machen Sie auf. Ja, da habe ich den jungen Mann reingelassen, der war verletzt. Und es war ganz furchtbar, der hat auch geblutet aus dem Schuh raus. Und dann habe ich gesagt, dann kommen Sie mal rein. Und dann haben wir den Handy auf die Couch gesetzt und ausgezogen und die Schuhe ausgezogen, Füße ausgezogen. Dann habe ich ihm warm Wasser gemacht, habe mit ihm Fußball gemacht. Er wollte auf einen Zug aufspringen und ist daneben gesprungen. Und die hatten ja solche Nadelbetten gemacht. Und da ist er auf dieses Nadelbett gesprungen und ist das durch die Schuhe durch. Und da hat er sich ziemlich verletzt gehabt. Und da war ein Theater hier, bis die das dann mitgekriegt haben. Der hatte großes Glück, weil alles vereist war zu der Zeit. Der Turm war vereist, die Fenster, die konnten das nicht sehen. Und dann hatten sie noch so einen Bunker und das konnten sie auch nicht sehen. Und da hatte der großes Glück, dass der dann weiterrennen konnte und hat dann unser Haus gesehen. Das hier ist der Ort, an dem all das damals passiert ist. Hier direkt hinter dieser Hecke führt die Bahntrasse lang. Und hier fand der junge Mann, von dem Annemarie Knecht erzählt hat, seinen Weg in die Freiheit. Andere wiederum hatten weniger Glück und scheiterten mit diesem Plan. Tja, und wo wir uns gerade schon an so einem historischen Ort befinden, würde ich sagen, ist es Zeit, sich noch ein paar andere Stellen in Steinstücken anzugucken, hinter denen ein bisschen Geschichte schlummert. Und dabei hilft mir Lorenz Knecht. Er ist der Vorsitzende des Bürgervereins Steinstücken und der Sohn von Annemarie. Und er hat die DDR-Zeit hier in der eingemauerten Siedlung damals als Kind miterlebt. Du musst dir vorstellen, die Mauer stand genau hier auf der Bordsteinkante. Also wirklich hier die Ecke, und das sieht man sehr schön auch, wenn man es mit den Luftaufnahmen vergleicht, die Spitze von Steinstücken. Dann war hier eigentlich schon Sand, dann kamen so spanische Reiter, Gräben, Stacheldraht und dann eben nur ein ganz, ganz schmaler Streifen Wäldchen. Und die Natur hat sich das hier zum Glück alles zurückgeholt. Wir haben als Kinder, sind wir halt da auf unser Dach oben rauf und haben dann drüber gewunken oder irgendwie Späße gemacht. Und Nachbarn haben auch witzige Geschichten erzählt, die jetzt hier unmittelbar an der Straße wohnten. Die haben dann zum Beispiel zu Silvester zum Jahreswechsel 6er-Pack Bierflaschen um die Mauer gestellt. Und am anderen Morgen standen die leeren Flaschen auf unserer Seite. Also insofern gab es irgendwie auch so das Menschliche nach wie vor. Ich meine, es waren ja auch arme Kerle, die in den Türmen saßen, die dann von weit her kamen. Ja, als Kind war es ganz normal, an der Mauer zu spielen. Also das war irgendwie wie großer gelebter Abenteuerspielplatz. Und haben dann natürlich auch genutzt, an der einen oder anderen Stelle, wo mal ein Spalt drin war, durchzuschauen oder mal zu gucken, wie die Anlagen hier hinter aussahen. Ansonsten war das ja immer so gefühltes Niemandsland. Ja, und genau in diesem Grenzgebiet, was Steinstücken damals umgeben hat, sind heute noch ganz spannende Relikte zu finden. Lorenz hat mich mal durch den Wald geführt. Wir gehen jetzt mal hier einen kleinen Weg in den Urwald. Also früher alles Grenzgebiet, nur Sand gewesen. Die Natur hat sich alles zurückgeholt, zum Glück.
Und das ist jetzt so ein kleiner Pfad zu den Grundmauern, sage ich mal, der alten kleinen Waldschule, wo interessanterweise noch lebende alte Steinstücker, Nachbarn auch zur Schule gegangen sind vor dem ganzen Mauerbau. Die Schule, die musste eben stillgelegt werden, weil sie ja mitten in einem Grenzgebiet war. Du hast auch immer quasi nochmal so einen gewissen Bereich zwischen Mauer und Häusern gehabt, der im Sperrgebiet war, also wo nicht jeder hin konnte. Also schon gar keiner aus dem Westen und nur Ausgewählte, die halt in der DDR gewohnt haben. Und da musste die Schule natürlich leider aufgegeben werden. Also hier siehst du schon noch ein paar Mauersteine. Also das sind Ausläufer davon. Das Kabel gehört jetzt nicht dazu, das ist von der alten Grenzanlage. Grenzanlage? Ja, hier liegen überall noch Kabel im Boden. Also hier drunter ist, sag ich mal, nach gut 30 cm nur weißer Sand und die ganzen Alarmleitungen gingen ja hier lang. Also wenn man sich jetzt nochmal den Grenzaufbau anschaut, man hatte die Mauer, das kam ein großer Stück weißer Sand, dann kam Graben, dann kamen spanische Reiter, dann kam so ein asphaltierter Weg, wo der Grenztrabi lang gelaufen ist und dann kamen Alarmzäune und so Stolperdrähte, Alarmdrähte, quasi unmittelbar, wo die Hunde dann auch lang gelaufen sind. Es ist jetzt irgendeine Stromleitung gewesen, die hier unter der Erde 30 cm oder tiefer mal lang ging, die irgendeiner mal rausgezogen hat. Also ist es interessant, also rund um Steinstücken gibt es wirklich teilweise auch noch bis zu 5 cm dicke Kabel, die abgeschnitten irgendwo rausgucken, wo man sich fragt, oh, hier war mal irgendwas. Genau, und hier ist so das Markanteste, also hier siehst du quasi noch Teile vom Fundament und vom möglichen Keller der alten Waldschule. Das Spannende ist, hier ist dann Jahrzehnte auch dann noch Gas ausgetreten, also nach dem Mauerfall, und du hast dich dann gewundert, was riecht denn hier so komisch? Und kannst du es erkennen, da scheint die Sonne gerade schön rauf. Ja, das ist dann, ja, so ein Pömpel, ne? Ja, der, was so aussieht wie ein Pömpel, das müsste ein Anschluss gewesen sein für eine Gaslaterne. Ich guck noch mal rein, nicht, dass es kein Entwässerungsrohr ist. Nee, aber das ist ein Gasanschluss hier. Das ist ein alter Gasanschluss und selbst bis Wannsee runter waren auch Gaslaternen früher. Und diese Laternen, das war Teil der Grenzanlage oder war das Teil der Schule noch? Das war Teil der Schule. Ah, tatsächlich. So alt. Das war in der Tat wirklich so alt. Ja, genug der Waldrelikte. Wir verlassen den Busch und laufen wieder zurück ins Wohngebiet, aber weiterhin entlang der Grenze. Und hier sehen wir noch heute an ganz kleinen Details, dass hier tatsächlich eine Grenze ist. Denn die Berliner Straßenschilder sehen völlig anders aus als die Potsdamer Straßenschilder. Das, was wir jetzt hier rechter Hand sehen, die Häuser da, das rot, weiß, grau durchschimmernde, das ist alles neu gebaut. Und die haben in der Tat auch eine Potsdamer Adresse. Mhm. Das Haus, was bis hier steht, also 44, das ist eine Hausnummer, die gibt es eigentlich gar nicht, weil das Haus aus Steinstücken von der anderen Seite zu erreichen ist. Mhm. Also das Vereinsgelände, von wo wir aus gestartet sind, das hat damals die Hausnummer 34 gehabt, Steinstraße 34, die gibt es aber de facto gar nicht. Ein Navi spielt das eine oder andere Mal nicht mit. Das heißt, es ist auch immer noch heute noch immer ein bisschen kompliziert, wenn jemand zu Besuch kommt? Oder? Genau, also der braucht schon ein bisschen bessere Einweisung oder mal ein Luftbild mit einer kleinen Skizze dazu, damit er weiß, wo er am besten, am einfachsten reinkommt. Ja, aber abgesehen von diesen kleinen Kuriositäten erinnert hier heute nichts mehr daran, dass dieses Wohngebiet mal getrennt war. Schon gar nicht durch eine Mauer. Hier bin ich als Kind lang und hier war überall weißer Sand. Also unmittelbar nach dem Mauerfall war dann hier dieser Asphaltweg, wo der Grenztrabi lang gedüst ist. Und da stand die Mauer. Unmittelbar, wo du jetzt hier hinter die ganzen Eichen siehst.
Genau daneben stand die Mauer. Und das hier ist alter Grenzstreifen. Das hier ist jetzt der alte Grenzkontrollweg zwischen Steinstücken und der Parforsheide hier rechter Hand. Und hier sieht man auch nochmal ein sehr schönes Stückchen, was letztendlich nur darauf schließen lässt, dass hier vielleicht doch mit Unkrautvernichtungsmittel im größeren Stil mal gearbeitet wurde. Weil hier wächst nur das Minimum, was möglich ist. Also, und im Vergleich, ich meine, man hat hier nicht weniger getan als da. Insofern ist das schon wirklich bezeichnend. Und das war wirklich alles nur weißer Sand bis Steinstücken ran. Die Mauer war eben schneeweiß gestrichen, immer weiß gehalten. Und dann hast du wirklich hier nur weißen Sand gehabt, um da jede Bewegung von jedem Tier oder Mensch eben sehen zu können. Entlang des alten Mauerweges findet ihr übrigens auch immer wieder mal diese Stelen hier. Die habt ihr vielleicht schon in dem einen oder anderen Video mal von mir gesehen. Da wird Menschen gedacht, die an der Mauer ihr Leben verloren haben. Und wenn ihr ganz genau hinguckt, dann findet ihr vielleicht sogar entlang des Weges das ein oder andere Mauerstück. Hier hinter haben wir noch ein altes Bruchstück von der Berliner Mauer, die sich ein Nachbar gesichert hat, unmittelbar nach dem Mauerfall. Leider schon ein bisschen überwachsen, aber wer weiß, vielleicht wird es mit der Zeit mehr wert. Ein ganz besonderer Ort für die Bürgerinnen und Bürger hier in Steinstücken ist auch der Spielplatz, aber nicht wegen des Spielplatzes an sich, sondern weil hier ein ganz besonderes Denkmal steht. Zwei riesige Rotorblätter. Was hat es damit auf sich? Das Rotordenkmal ist im Andenken an die kleine Luftbrücke für Steinstücken aufgestellt worden, 76 im Dezember, und soll im Grunde daran erinnern, dass in Steinstücken, sage ich mal, vor Erschließung des Ortes durch die Verlängerung der Bernhard-Beyer-Straße, ja, Amerikaner stationiert waren und hier letztendlich sichergestellt haben, dass Steinstücken nicht einfach annektiert wird von den Russen. Genau das war damals eine durchaus real existierende Gefahr. Schon 1951 hatte die DDR versucht, die Exklave zu annektieren, stieß dabei allerdings auf den Widerstand der Bewohnerinnen und Bewohner. Letztendlich hat man eben von der DDR-Seite versucht, die Steinstückener Bürger zu überzeugen, dass es doch viel besser wäre, wenn sie jetzt sich, sagen wir mal, dem russischen Besatzungsgebiet anschließen würden oder der DDR anschließen würden. Man hat, so habe ich es gehört, geworben mit Lebensmittelkarten, dass doch alles im Grunde sichergestellt wäre, dergleichen, und hat dafür im Grunde sehr stark geworben und indirekten Druck auf die Steinstücker Bevölkerung ausgeübt, doch sich vielleicht dann für die Ostseite zu entscheiden. Und damit das nicht nochmal passierte, verstärkten die USA fortan ihre Aktivitäten hier in Steinstücken. Die waren stationiert in einem Haus in Steinstücken. Und da diese Soldaten natürlich nicht über den normalen Grenzweg gehen konnten, sind die halt mit einem Hubschrauber versorgt worden, Lebensmittel. Und die Mannschaft ist dann natürlich auch immer nach einer gewissen Zeitspanne ausgetauscht worden. Ebenso wie das mehrmals am Tag ein Willys Jeep mit bewaffneten Soldaten durch Steinstücken durchgefahren ist und kontrolliert hat, ob noch alles in Ordnung ist. War für uns als Kinder irgendwie gefühlte Normalität damals. Die Alteingesessenen von Steinstücken sind den Amerikanern für diese Aktivitäten bis heute dankbar. Und es herrscht eine enge Freundschaft. Wir versuchen halt immer noch den Kontakt zu unseren amerikanischen Freunden zu halten, weil, wie gesagt, wir haben ihnen als Steinstücker ja auch viel zu verdanken, dass sie hier den Bereich gesichert haben. Und insofern haben wir eben auch die Möglichkeit, von Zeit zu Zeit auch natürlich den Kontakt zu den zurückgegangenen damaligen Militärangehörigen zu suchen. Wir hatten vor einigen Wochen Besuch von einem Sohn von dem Kommandanten der Hubschrauberstaffel hier in Berlin. Der kommt uns regelmäßig besuchen, und so versuchen wir natürlich, da die Freundschaft und die Verbindung aufrechtzuerhalten und natürlich auch noch mal ein bisschen Geschichte zu pflegen an der Stelle. Thank you.
Faszinierende Geschichte, oder? Tja, tatsächlich war Steinstücken damals, so wie auch heute, aber nicht der einzige kuriose Grenzverlauf zwischen Berlin und Brandenburg, beziehungsweise zwischen West-Berlin und der DDR. Insgesamt gab es tatsächlich 10 West-Berliner Exklaven, von denen allerdings die meisten nicht permanent bewohnt waren. Das war tatsächlich nur Steinstücken. Und kurioserweise gab es das Ganze auch nochmal aus der anderen Perspektive. Hier, um genau zu sein, in Glienicke. Hier befindet sich die Straße Am Sandkrug und damit ein langes, schmales Stück Brandenburg, was nach Berlin reinragt. Also quasi ganz ähnlich wie Steinstücken, nur andersrum. Dieser Grenzverlauf hier sieht so komisch aus, dass diese Schneise auch Entenschnabel genannt wird. All das hier ist ein kleines Wohngebiet und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie kompliziert die Lage wohl zu DDR-Zeiten gewesen sein muss. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Entenschnabels waren ab 1961 komplett von der Westberliner Nachbarschaft abgeschnitten. Besucher brauchten eine Genehmigung, um in den Entenschnabel zu kommen, genauso wie Ärzte oder Handwerker. Ihr seht also, an den Grenzen Berlins lässt sich eine ganze Menge entdecken. Aber das ist dann vielleicht eine Geschichte für ein anderes Video. Tja, und das war die spannende Geschichte Steinstückens. Wenn euch ein bisschen gefallen hat, was ich euch hier heute erzählt habe, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, dann drückt doch mal den Patreon-Link unten in der Videobeschreibung oder ihr könnt auch einfach Kanalmitglied werden hier auf YouTube. Dann gibt es exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Für heute allerdings verabschiede ich mich aus Berlin. Oder ist es Brandenburg? Was ist es denn jetzt? Ich bin total verwirrt. Und sage bis zur nächsten Reise und tschüss.